Ja, servus, Gritzle, Hallöle, hier ist er wieder, der GS-Boxer. Ja, wie ihr den Titel schon gelesen habt, im Grunde so ein bisschen Resümee und wie ist die Tour gelaufen. Ich bin jetzt gerade noch am Ende der Tour. Ich bin jetzt hier gerade im Kreis Olpe oder genauer in der Stadt Olpe hier. Hier haben wir die Tour ungefähr begonnen hier in dem Dreh hier. Und da finde ich auch ganz gut, dass man hier wieder aufhört mit der Tour. Die Tour ist eigentlich beendet worden in Passau, so gesehen. Was wir heute noch gemacht haben, war einfach nur die Rückfahrt. Wir sind heute Morgen um 7.30 Uhr losgefahren aus Passau. Kein Stau, Gott sei Dank. Wetter war immer so um 20 Grad, zwischendurch hatten wir 25 Grad. Aber es war sehr angenehm auf dem Motorrad. Wir konnten durchgehend so 140 fahren. Angenehme Reisegeschwindigkeit mit der BMW so und so. Und ja, jetzt haben wir es 13.30 Uhr, bin angekommen jetzt hier. Ich könnte jetzt auf schnellsten Wege nach Hause fahren, mache ich nicht. Ich fahre jetzt ein bisschen kurvenreich, so ein bisschen nach Hause hier. Schöne Strecke für mich jetzt. Und ja, erzähl so ein bisschen. Ja, fangen wir mal an. Also letzte Woche Sonntag, also vor zwei Wochen ist Sonntag, habe ich spontan den Thomas angerufen. Sag was auf, Thomas. Wir wollten die Tour Montagmorgen beginnen. Montags, den 23. Ich sag, du, das Wetter, das ist einfach ganz, ganz beschissen eigentlich. Wenn wir da ankommen, kommen wir voll in den Regen rein zwischendurch. Um Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, die Ecke da, ist es voll am Schütten ohne Ende. Und wie spontan bist du? Und das war auch so ein bisschen so, ja, ich sag mal, wirklich das Wichtigste bei der Tour, diese Spontanität, die wir beide hatten, dass die Tour so gut funktioniert hat. Was das Wetter anging. Da hat er, ja, ich bin spontan, weißt du doch. Ja, okay. Ich bin dann um 10 Uhr bei dir, Sonntagabend. Trink einen Kaffee bei dir und dann lass uns abhauen. Okay, alles klar. Ja, ich habe Sonntag angerufen bei ihm, weil wir gedacht haben, wir es klar gemacht. Ich bin dann Sonntag zu ihm gefahren. Hab noch einen Kaffee getrunken bei ihm, sind wir so gegen 11 Uhr. 11.30 Uhr sind wir abgehauen bei ihm. Und haben es dann über die Autobahn die Nacht über auf den Weg nach Passau gemacht. Das Wetter passte, hervorragend Wetter. Wetter war richtig gut. Wir sind den Regen quasi entronnen. Haben nach ungefähr 300 Kilometer, wo wir tanken mussten, den ersten Boxenstopp gemacht auf der Hälfte der Strecke. Wir sind über Autobahn dahin gefahren und haben uns dann dort ein bisschen was gegessen. Ja, Frikadellen hat der Thomas extra noch gemacht zu Hause. Gouda-Käse, Würfelstücke, die ich ganz gerne esse. Hat er mitgenommen, alles gut. Ja, haben die erste Pause eingelegt und sind dann weitergefahren und waren dann morgens irgendwann gegen 5:30, 6 Uhr, waren wir dann schon in Passau, wo wir natürlich das Hotel nicht beziehen konnten, logischerweise. Es ging nicht. Weil im Grunde 15 Uhr hieß es in dem Grunde. Wir haben es davor schon angerufen, ob es ein bisschen früher geht. Die sagten ja. Und aber um 6 Uhr macht er kein Hotel auf. Also von daher, aber komm, pass auf. Thomas, wir gucken mal hier. Ich gebe meine Route ein hier. Kanemoto, Rundstrecke 100 Kilometer, weil wir waren eigentlich noch recht fit. Und sind dann, ja, in Passau losgefahren. Von da aus über die Grenze von Österreich, bis nach Österreich gefahren. So roundabout 100 Kilometer Strecke halt. Richtig schön durch die Gegend. Haben ein Café gefunden in Österreich, haben dort Brötchen gekriegt, Kaffee gekriegt. Morgens um 7, 8 Uhr rum irgendwann. Und sind von da aus dann wieder weitergefahren. Eine schöne Runde. Spontane Runde über die Donau. Ein bisschen über die Fähre sind wir gefahren. Über die Donau rüber. Und letztendlich wieder dann zu unserem Hotel. Dort kam die Wirtin schon uns entgegen und sagte, ah, seid ihr der Thomas und der Markus? Ja, das sind wir. Ja, ihr könnt schon eure Zimmer reingehen, hier habt ihr die Schlüssel und so weiter. Aber wir super, alles klar. Ja, Zimmer bezogen. Beide ein bisschen Bubu gemacht, 3-4 Stunden hingelegt so ein bisschen. Und und dann sind wir in den Biergarten, haben wir schon was gegessen da, getrunken. Ja, plötzlich fing es an zu regnen, dass wir reingehen mussten. Also alles richtig gemacht. Dem Regen entronnen so ein bisschen. Also alles gut. Ja, das war so der erste Tag im Grunde, die Anreise. Mit einer kleinen Runde. So wie heute, ne, die Ankunft mit einer kleinen Runde nach Hause.
lasse ich mir einfach nicht nehmen, jetzt hier so ein bisschen mehr zu Hause rumzufahren hier. Ja, und dann ging es halt am nächsten Tag los. Am nächsten Tag war dann die Tour geplant von Passau nach Slowenien. Ich sag mal Slowenien Nord, so nördlich von Slowenien. Also durch Österreich durch. Ja, wer Passau kennt, der weiß, dass Passau an der Grenze zu Österreich liegt. Ja, wir sind durch Österreich durch und sind dann nach Slowenien rein, also zwei Grenzübergänge. Und sind dann halt in Slowenien nördlich, auch an der Grenze liegend. Ja, haben das Hotel erreicht. Bis dahin war auch eine schöne Strecke gewesen, die wir da hatten. Auch richtig feine Ecke. Ja, das war dementsprechend dann auch richtig gut. Von da aus dann haben wir erstmal alles eingepackt im Grunde, weil in diesem Hotel haben wir dann genächtigt. Dort sind wir drei Tage gefahren in dem Hotel. Von da aus sind so sternförmig so Routen gefahren, die wirklich, wirklich gut gewesen sind. Hab da in den Videos gesehen, so weiter. Hotel, was da war, war richtig gut. Ne? Klimaanlage unten im unteren Bereich, unterhalb des Hotels, unten in der ersten Etage war ein Restaurant, wo man dann schön rein konnte. Also es war wirklich alles da, es war richtig schön. Also gutes Hotel, gut ausgesucht. Tippitoppi. Ja, die Routen, die wir geplant hatten, die Strecken, die wir geplant hatten, konnten wir alle in eine Tonne kloppen, weil es war Regen angekündigt, jeden Tag war Regen eigentlich. Und wir haben sehr viel mit der Wetter-App gearbeitet und haben uns Routen zusammengestrickt, dass wir immer dem Wetter entkommen und abends, wenn wir nach Hause kommen, wieder trocken wieder ankommen. Und genau das hat auch da unten drei Tage funktioniert. Einmal sind wir nach Italien rüber, eine von den drei Routen nach Triest, die Ecke da unten. Das war traumhaft. Also wir haben das Beste daraus gemacht. Also es war sogar richtig geil, die Routen, die wir da gemacht hatten. Das war richtig, richtig schön. Wir hatten da richtig Bock und hatten da die Videos zuvor gesehen. Ja, von da aus ging es dann in Hotel Nummer 2 in den Süden Sloweniens. Und da haben wir schon gesehen, ei, wir müssen da runterkommen. Links und rechts kam Regen und so weiter. Thomas, diesmal werden wir nass. Und ja, wir sind, haben uns von vornherein schon Regenklamotten angezogen. Das war auch eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Und sind direkt in den Regen rein. Erst recht wenig Regen. Dann wurde es immer ein bisschen heftiger vom Regen her. Immer stärker vom Regen her. Bis wir dann im Hotel angekommen sind. Wie wir im Hotel angekommen sind, war der Regen dann Gott sei Dank kurz vorbei. Wir konnten unsere Motorräder dann dort abstellen. Der Chef des Hotels kam uns direkt entgegen und sagte, hallo und tralala und so weiter. Wir hatten in der Garage, ja, haben wir nicht, aber ich habe einen Schuppen hier vorne. Da hat er den Rasenmäher zur Seite geschoben und so weiter alles. Und so, da konnten wir uns für die nächsten 4 Tage quasi unsere Mopeds dort abstellen für die nächsten 4 Tage. Was denn auch, traumhaft war. Das heißt, die Mopeds waren immer schön im Trockenen überdacht. Und haben dann dementsprechend, ja, erstmal alles ausgepackt, Zimmer, ne, alles ins Zimmer geschmissen, uns frisch gemacht, runter ins Hotel, unten was gegessen und auch die Wetter geguckt für den nächsten Tag. Das haben wir jeden Abend so gemacht und jeden Morgen gemacht und mussten feststellen, morgen wird das nichts. Ja, und genauso war es im Grunde auch. Wir hatten erstmal einen Tag Pause und sind einen Tag überhaupt nicht gefahren, Moped gefahren. Es ging einfach nicht, keine Chance. Ja, haben einen Tag ausgesetzt quasi, einen Tag auf dem Zimmer verbracht. Nächsten Tag dann war wieder Regen angekündigt. Und wir haben da ein Loch gesucht, wo wir dann hätten fahren können. Haben wir auch geschafft, dann 9 Uhr sind wir losgefahren, glaube ich. 9, halb 9, irgendwie so. Halb 9, 9 Uhr. Und mussten dann in eine Richtung fahren, wo dann kein Regen war. Und das hat auch funktioniert. Ja, das war Richtung Kroatien. Sind wir über die Grenze rüber. Dann sind wir nach Bosnien-Herzegowina rüber gefahren. Und ja, die Strecken an der Grenze sind, muss ich sagen, also die Strecken an der Grenze sind grausam. Ne? Enge, schmale Straßen und so weiter. Wenn man dann in Kroatien selber ist, ist richtig schön, aber so an den Grenzen ist es nicht schön gewesen. Ja, hat mir also wirklich nicht gefallen. Ja, dann sind wir weiter reingefahren, die Strecken wurden nicht schöner. Und dann sagte der Thomas, hör mal, hier ist da so ein altes Militärgelände, so ein alter Militärflughafen hier in Bosnien-Herzegowina. Lass uns mal gucken, ob der hier in der Nähe ist irgendwo. Ja, und das war er auch, 23 Kilometer entfernt, dahin gefahren. Und ja, hat den Tag gerettet, ne? Also absolut geile Location, absolut geile Bilder. Müsst ihr mal gucken auf Instagram, da habe ich die Bilder reingetan. Die Videos sind ja auch schon gelaufen, die Videos jetzt hier. Ist ja das Ende der Tour. Richtig, richtig gut. Ja, die nächsten anderen beiden Tage haben wir auch wieder schön Strecken geplant. Auch richtig schöne Strecken geplant.
Einmal Richtung Adriatisches Meer sind wir hingefahren, runter an der Küste von Kroatien. Richtig, richtig schön auch. Also richtig, richtig toll. Ja. Und dann ging es von da aus dann wieder, vom Süden Kroatiens, ging es dann wieder hoch Richtung Norden Kroatien. Süden Sloweniens ging es dann wieder hoch Richtung Norden Sloweniens. So war der Plan. Haben dann aber ein Hotel in Österreich an der Grenze Sloweniens gebucht. Das war in Knappenberg, genau. Knappenberg war das. Und dann da dementsprechend genächtigt. Das war auch eine schöne Tour gewesen bis dahin. Und von da aus sind wir dann halt nach Passau. Ja. Die Tour war auch dementsprechend schön und von Passau aus sind wir heute zurückgefahren und sind jetzt gerade eben, ich bin auf dem Weg nach Hause jetzt im Grunde, der Thomas ist angekommen, wir sind dementsprechend angekommen. Alles in allem sind wir an einem Sonntagabend losgefahren, an einem Montag angekommen, wo wir schon ein bisschen gefahren sind da unten in der Ecke. Alles in allem haben wir eine 12-Tages-Tour gehabt quasi. 11 Tage sind wir gefahren, in der 13 Tage An- und Abfahrt, im Grunde heute haben wir Samstag. Also wir waren jetzt 13 Tage unterwegs, wobei wir einen Tag Anreise abziehen, einen Tag Abreise abziehen und einen Regentag abziehen. Also hatten wir effektiv 10 Fahrtage da unten, das war gut. Und das waren jetzt 3800 Kilometer. Die wir da unten gefahren sind in Slowenien, Kroatien, Italien, Bosnien-Herzegowina. Also richtig, richtig schön. Das hat er da was. Junge, du bist ein bisschen unsicher da vorne, wa? Eieieiei. Das lässt mir bestimmt gleich vor. Eieieiei. Nagelneue Lederkombi, alles neue vorne. Reifen nicht richtig eingefahren. Eieiei. Na gut, okay. So, auf jeden Fall haben wir im Endeffekt dann jetzt schöne Fahrtage gehabt, im Grunde 10 Fahrtage gehabt, wo wir richtig Spaß hatten. Und Resümee: Slowenien ist ein Land, Leute, wo ihr wirklich, wirklich mal hinfahren solltet. Das sind jetzt viele Straßen, sind richtig geil, die Straßen haben richtig guten Grip, die Straßen. Aufpassen bitte auf helle Straßen, weißer Belag im Grunde, der ist manchmal echt rutschig, merkt man aber so ein bisschen, da weiß man, okay, hier ein bisschen vorsichtiger, ne? Und dann passt das. Oi. Junge, du hast die falsche Maschine. Oi. Ja, und Naja. Ja, straßenmäßig super da unten. Dann Preis-Leistung top, astrein, richtig, richtig gut. Fährst du nicht lange Motorrad, ne? Bitte? Fährst du nicht lange Motorrad, ne? Alter. Fährst du nicht lange Motorrad, ne? Ich verstehe es überhaupt nicht. Fährst du nicht lange Motorrad, ne? Mit der Maschine, die ist neu, glaube ich, oder was, ne? Nee, das Motorrad stimmt schon noch. Ja, muss ein bisschen aufpassen hier mit Kurven und so weiter hier. Ne? Ist ein bisschen riskant hier, oder? Ne? Okay, ciao. Eieiei, der Reifen, der war ja nur die Mitte abgefahren teilweise. Oi. Junge. Und dann eine Fireblade, ey. Oi. Eieiei.
Okay, so, ja, Slowenien, straßenmäßig absolut geil. Helle Straßen aufpassen bitte. Ansonsten absolut geiler Belag. Das Moped, das klebt wie Hulle, die Reifen kleben wie Hulle. Alles richtig, richtig, richtig geil. Also ist eine Reise wert, Leute. Wir sind jetzt auf eine Achse hingefahren, würden wir nicht normal machen. War okay jetzt, war gut. Wir sind gut durchgekommen heute, wir sind auch gut hingekommen, alles gut. Aber im Endeffekt, wo so ein Tag Regen da gewesen ist, wir hängen nur auf dem Zimmer fest quasi, weil in dem Ort nichts gewesen ist, großartig. Wir haben mit dem Auto angereist, wir haben mit Anhänger hin, Anhänger-Mopeds hinten drauf, wäre viel entspannter gewesen. Nächstes Mal ist das so, das ist also die letzte Tour gewesen, glaube ich, wo ich jetzt auf eigene Achse hingefahren bin, vorhin auf, über Autobahn. Das, nein, muss ich nicht haben. Machen wir nicht mehr. Das haben wir daraus, das haben wir gelernt jetzt hier. Ja, Slowenien, preislich, Preis-Leistung, Hammer. Also Spritpreise bei uns in Deutschland gerade hier 2,02 Euro. Benzin ist der Hammer. Wir dachten eigentlich jetzt, wenn wir wiederkommen, hier sind wir im Juni, da hat die Regierung diese 30%, diese 30 Cent da weggemacht, aber irgendwie muss da wohl irgendwas nicht richtig funktioniert haben, weil wie wir gefahren sind von hier, waren die Preise auch bei 2 Euro. Ne? Jetzt sind die Preise wieder bei 2 Euro. Ich weiß nicht, was die Regierung da oben gemacht hat, gezaubert hat, aber irgendwie den letzten Scheiß wahrscheinlich. Ne? Danke. Slowenien, die machen es richtig. An jeder Tankstelle, wo du hinfährst, die haben alle dieselben Preise. Egal, welche Tankstelle da gibt. Da unten gibt es die Petro-Tankstelle, ÖMV-Tankstelle und so weiter. Egal, was für Anbieter da unten sind. Der Sprit kostet überall dasselbe. Hör zu, Benzin 1,56 Euro. Ja, also Wahnsinn. Diesel 1,66. Irgendwie kriegen die es hin. Was kriegen wir nicht hier in Deutschland? Warum kriegen die das hin in Slowenien? Und warum kriegen wir das nicht hin? Ich weiß es nicht. Ne? Also es ist echt bitter, bitter traurig, was da so abgeht. Naja, ich verstehe es nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Will ich auch nicht verstehen. Okay. Ja, auf jeden Fall Preis-Leistung. Absolut geil, ist der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Straßen ist der Hammer da unten. Englischkenntnisse, ne, sollten vorhanden sein, dass man ein bisschen klarkommt. Mit Händen und Füßen. Manche können ein bisschen Deutsch, ein bisschen, aber sehr wenig. Also Englischkenntnisse sollten schon ein bisschen vorhanden sein. Ich bin auch nicht der Englischkünstler, aber so ein bisschen, ja. Hab mal von der Schule mitgenommen, das hat wieder unten gereicht. Mit Händen, Füßen so ein bisschen, konnte man sich verständigen. Das passt. Und je länger man da gewesen ist, desto besser. Na, war die Verständigung, aber das war richtig gut. Ja, also das war richtig, richtig gut. Ja, zu meiner Maschinengründe hier. Ich bin zu Hause losgefahren. Ich hatte ja das Problem hier mit dem ganzen, mit der ganzen Schalterkombi-Geschichte hier vorne. Das hat sich erledigt, hat sich herausgestellt. Habe ich ein Video gemacht hier. Da war unten der Stecker nur lose. Da habe ich reingesteckt wieder. Da ging alles wieder, alles gut. Ja, und dann hatten wir unten das Problem, dass meine Maschine wieder kein Gas angenommen hat. Dass sie bei 6.000 gesperrt hat. Umdrehungen und kein Gas mehr nehmen wollte. Das Problem haben wir auch gelöst. Ich sehe gerade, hier hängt noch Fetzen unten drunter hier. Unten hängt noch Klebeband hier unten in dem Bereich hier. Und zwar geht in den Gasgriff, der wird elektronisch angesteuert bei der BMW hier, geht ein Kabel rein. Und das Kabel kann man nach hinten und vorne bewegen. Es ist eingerastet, aber der Stecker bewegt sich. Und der Stecker wird zwischendurch mal, ich denke mal, keinen Kontakt haben. Und das erkennt die Maschine, aber kann, muss und sagt, pass auf, da stimmt was nicht. Wir nehmen das Gas weg jetzt hier im Grunde. Bei 6.000 ist Ende. Ja. Das haben wir auch herausgefunden, haben da Isolierband rumgemacht, was ich gerade erlöst ein bisschen, sehe ich gerade hier, weil wir ja da unten zweimal in der Waschanlage gewesen sind und da dran mussten, weil die Karren zwischendurch mal, weil die Straßen nass gewesen sind, untenrum doch recht ziffig ausgesehen haben. Habt ihr wie es gesehen? Der Fehler ist auch ausgemerzt. Also so eine Tour. Das Gute an so einer Tour ist im Grunde auch, dass man dann so ein bisschen wenig dann Fehler hat und dann mal überlegt, wo es herkommt, testet und so weiter. Und ja, das Thema hat sich erledigt. Das war gut. Und da habe ich mich so gefreut. Und so gefreut. Alles gut, alles super und so weiter. Und dann ging es zum zweiten Hotel. Und im zweiten Hotel die erste Tour direkt nach Kroatien rüber. Durch den engen Wald und so weiter. Fahre ich so. Da fängt das mit dem Gas wieder an. Plötzlich hat die Maschine kein Gas mehr angenommen. Ich so, das gibt's doch nicht, ne? Ja. Das Problem war da jetzt die letzten 3-4 Tage weg gewesen. War alles gut und plötzlich war es wieder da. Ich gucke aufs Display, so wie jetzt auch, und plötzlich leuchtet da vorne die ABS-Lampe leuchtet und die Traktionslampe leuchtet. Was heißt, die leuchtet nicht, die blinkt eigentlich, so wie jetzt, die blinkt eigentlich so die Lampe.
Und ja, ich habe kein ABS mehr. Und ich habe auch keine Traktorkontrolle mehr im Grunde. Ich schalte es mal wieder aus hier. Das heißt, das Motorrad hat erkannt, ABS geht nicht, Traktion geht nicht. Wir nehmen dem Jungen mal kurz Gas weg. Also es war einfach nur schlagartig kurz. Ich konnte wohl Gas geben und konnte kein Gas mehr geben. Oder bis 2000 Drehungen. Ja. Und dann plötzlich ging es wieder. Ja, das heißt, BMW hat das so gebaut, dass wenn ein Fehler hier auftritt, dass das ABS nicht geht oder Traktion nicht geht, dass er dann Gas wegnimmt, dass der Fahrer kurz aufs Display guckt, ach guck mal, da stimmt was nicht und sieht, aha, okay, ich habe kein ABS mehr, ich habe keine Traktion mehr. Finde ich richtig geil, ja. Ich habe da rechts angehalten, Zündung raus, Zündung an, gestartet, alles klar, ging wieder alles super, alles tipptopp und bin dann weitergefahren. Plötzlich ging dasselbe nochmal und nochmal und nochmal, bis irgendwann dann so weit gewesen ist, dass es gar nicht mehr auszuschalten ging, dass der Fehler dauerhaft so wie jetzt hier geblieben ist. Das heißt, ich bin im Grunde am dritten oder vierten Tag der Tour, im Grunde bin ich halt ABS los gewesen und Traktionskontrolle los gewesen. Das ist nicht so schön. Das Blöde ist im Grunde auch, ich bin so ein kleines verwöhntes Kindchen, mich so ein bisschen hier. Mein Tempomat, der geht dann auch nicht mehr, der kann ich nicht mehr einschalten, weil das da ist. BMW sagt, wenn Traktion nicht geht und ABS nicht geht, dann geht der Tempomat ganz einfach auch nicht. Na, fertig. Ja. Das weiß ich daher, weil wie es zwischendurch ging wieder, ging der Tempomat auch wieder. Und von daher, naja. Ja, ich habe mir jetzt einen Sensor bestellt, wir haben Fehler ausgelesen, so wie der Thomas, der hat sein Dings dabei gehabt, sein Tablet dabei gehabt. Kabel habe ich in der Tasche dabei zum Anschließen. Haben wir verbunden mit dem Tablet per Bluetooth, haben die Software ausgelesen und haben dann festgestellt, vorderer Radsensor, dass da irgendwie das Problem ist. Den haben wir dann angeguckt, ob da irgendwie Macken dran sind, irgendwas kaputt ist, sonst was irgendwie und eigentlich sah es alles richtig gut aus. Ja, also eigentlich war gut. Wir sind dann mit Wasser ran in der Waschanlage, alles freigespritzt und so weiter. Haben die Metallscheibe vorne, die ABS-Scheibe vorne angeguckt, ob da Macken drin sind, Kratzer drin sind. Nein, auch alles gut. Der Sensor, der ist ein bisschen angeschraubelt so ein bisschen und das wird wahrscheinlich der Grund sein, ja, dass da eventuell irgendwie in das Wasser reingekommen ist, was sich fast gelöst hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mir in Slowenien einen neuen Sensor bestellt. Bekam auch gestern die Nachricht, dass der gestern wohl angekommen ist, zu Hause irgendwo. Da muss man gucken. Der muss ausgetauscht werden. Wenn er es ist, das wäre schön. Dann würde ich mich freuen. Und dann wäre das Problem auch behoben. Ja, ich muss mal schauen. Aber wichtig ist für mich gewesen, dass die Maschine weiterfährt, dass die Maschine durchhält. Und das hat sie gemacht. Und das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. War halt mal wieder ungewohnt, ne? Ja, back to the rooms. Also wie gesagt, also einmal wieder alte Schule, ne? Das heißt hier kein Tempomat, kein ABS, keine Traktionskontrolle im Grunde. Alles ein bisschen dosierter in den Kurven mit Gas geben und so weiter. Und all das hat ja im Grunde auch alles gut funktioniert. Bin natürlich nicht langsamer gewesen, weil mit ABS bremse ich eh selten. Hinten schon mal vielleicht. Zweimal ist Hinterrad am Sliden gewesen, so ein bisschen. Ja, aber ansonsten war alles gut. Ja, Maschine ist dann weitergefahren, alles gut, hat die Tour bis jetzt durchgehalten, die Maschine. Jetzt sind wir letzten Meter hier, letzten Meter sind noch 46 Kilometer, die ich habe bis nach Hause. Maschine läuft noch alles problemlos, also so ist alles gut, nur halt wie gesagt kein ABS mehr, Traktionskontrolle nicht und Tempomat nicht. Auf mich nach Hause. Ich werde euch informieren, woran es gelegen hat, ob der Sensor vorne gewesen ist. Mit viel Pech ist es das ABS-Steuergerät, wenn ich Pech habe. Kostet 2000 Euro das Ding, glaube ich. Das Modul. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ja, von daher gehen wir jetzt mal nach und nach dran. Wir tauschen vorne aus jetzt. Das Ding hat vorne kostet 40 Euro gebraucht. Wenn der Sensor vorne wenn es immer nicht geht, dann tausche ich den Sensor hinten nochmal aus. Der Sensor hinten kostet auch 40 Euro, habe ich gesehen. Also auch das ist gar kein Problem. Und wenn ich ganz viel Pech habe, kann es dann nur das Steuermodul sein. Und dann, ja. Naja, wir gucken mal. Wir hoffen mal, dass das nicht ist.
Weil so arbeitet alles gut und vernünftig. ABS hat ja auch funktioniert, ABS da unten, dann wie es dann wieder zwischenzeitlich ging. Also es muss irgendwo ein Elektronikfehler sein. Irgendwo muss das Gerät eine Info kriegen, da stimmt was nicht. Weil wie es zwischendurch nicht ging und ich wieder den Motor ausgemacht habe, angemacht habe, ging es ja dann wieder komischerweise. Also von daher, na, sollte das dann auch wieder passen. Ja. Und jetzt bin ich hier auf dem Weg nach Hause. Und ja, zum Reifen Road 6, da habe ich ja schon ein Video gemacht im Grunde, was ja schon vor der Tour gelaufen ist. Soll einer oder eine oder andere wissen wollte, so ein bisschen. Der Reifen ist nicht runter, der Reifen ist nicht blank, der Reifen, der ist soweit okay, der hat noch ein bisschen Restmillimeter. Müsst ihr das Video angucken, ich werde das Video mal hier oben verlinken, das Video über den Road 6, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr mal angucken wollt. Ja. Zum Road 6, wie gesagt, ist nicht mein Reifen. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Ich habe den Road 6 extra bestellt, den Road 6, weil ich mit dem Road 5 sehr zufrieden gewesen bin. An der Mosel. Mit Nassgrip und Trockengrip und so weiter alles. Und dachte, der Road 6 müsste besser sein im Grunde. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Der Road 6, der hält länger jetzt, der Road 6. Das habe ich festgestellt jetzt. Der Road 6 muss spitzer zulaufen als der Road 5. Weil ich kriege ihn nicht auf Kante runter. Ich kriege ihn nicht auf Kante runter. Muss beim Video gucken, was ich hier vorgemacht habe. Da ist daumendicke noch Platz. Das ist Wahnsinn. Und wie wir da oben in Slowenien gefahren sind, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber irgendwie nicht gut. Also auch in engen Kurven, wenn es ein bisschen nass gewesen ist, du hast Gas gegeben, dann ist dir der Reifen weggerutscht ein bisschen. Der Reifen, der war also... Wenn ich als Fahrer unwohl fühlst, auch wenn andere sagen, der ist ja gut, nein, das ist nicht mein Reifen. Das ist nicht mein Reifen. Ich wollte ihn mal ausprobieren, wie er ist. Er ist es nicht, das habe ich ja im Video schon gesagt im Grunde. Also mein Reifen ist so für Touren und so weiter generell ist der Pirelli Angel GT2. Das ist ein Spaßreifen. Das ist ein Reifen, der allen Scheiß mitmacht hier. Und genau der kommt auch wieder drauf hier auf die Maschine hier. Und dann ist gut. Weil auf dem habe ich mich wohlgefühlt auf Frankreich-Tour. Auf der anderen Mosel-Tour habe ich mich wohlgefühlt. Der hat alles mitgemacht. Der war nicht am Schmieren, am Rutschen, also alles gut. Ja, das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von der Tour. Slowenien 2022. Ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, 2023. Da geht jetzt langsam die Gespräche los. Das ist langsam, denke ich mal, so im Sommer jetzt, in den nächsten 2-3 Monaten gehen die Gespräche los, die Planungen los. Es soll nach Sardinien gehen. Das ist dann unser Plan so ein bisschen. Und dann haben wir zu mehreren Leuten. Ja, Thomas und ich waren der Rest im Grunde von der Truppe gewesen. Martin und Claudius sind leider ausgefallen. Silvia hat dann auch recht früh abgesagt, dass sie nie mitkommt. Das war von vornherein schon klar dann. Und jetzt haben wir mit für 4 Mann geplant. Sind es nur 2 Mann gewesen. Ja. Thomas und ich, wir kennen uns schon aus Österreich von der Tour, von Frankreich von der Tour. Und es ist einfach irgendwie. Ich weiß, was er macht, er weiß, was ich mache. Es hat sich so eingespielt und. Wenn ihr im Urlaub fahrt, Leute, dann fahrt im Urlaub mit Leuten, wo ihr wisst, okay, ihr habt Spaß, es funktioniert, du weißt, was der andere macht, du kennst den anderen und so weiter. Und das ist halt das Tolle, wenn man mit Leuten fährt, die man schon kennt, dann weiß man, wie man sich verhalten soll. Wenn man mit Leuten fährt, die man nicht kennt, wo man nicht weiß, wie die fahren, ob man jetzt mit denen das und das fahren kann und so weiter, oder mal spontan was ändern kann. Nicht, dass sie sauer sind, ja, aber wir wollten doch, nee, wir sind nicht, ja. Und das hat mit Thomas wunderbar funktioniert. Und ich weiß jetzt schon, kann ich so sagen, wie es ist hier, mit Thomas werde ich noch unendlich viele Urlaube fahren, mit Thomas. Unendlich viele Urlaube fahren, das ist so geil. Also, es passt, ja.
Und nicht nur auf Motorrad hier, sondern auch privat. Ist das ein ganz, ganz feiner Kerl, ein Fundskerl. Genauso wie die anderen auch im Grunde, der Martin, die Sylvia, die Claudia, mit denen ich ja bisher immer nur Touren gefahren bin. Mal gucken, wenn er wieder dazukommt im Laufe der Jahre so ein bisschen. Man guckt ja noch, ob der eine oder andere wiederkommt vielleicht und Touren mitfährt hier bei uns. Schauen wir mal. Wir sind für alles offen, nur wenn man so eine Tour fährt, sollte man die auch nicht zu groß werden, dann sollte die Tour nicht zu groß werden an Leute. Ja, also so, ich sag mal so, sechs Mann, sieben Mann, so, ne, die alle fließend mitfahren. Also vielleicht acht noch, aber das ist halt, wäre halt echt die äußerste Grenze, wenn man so eine Tour fährt. Ja, also ich sag mal so sechs Motorräder vielleicht und dann ist gut und dann sollte das in der Regel auch passen. Ja, ne, also wie gesagt, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr, mal gucken, was dann losgeht. Die Planungen laufen halt in zwei, drei Monaten, dann gucken wir mal. Und da bin ich jetzt schon ganz, 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 ganz kallig drauf. Und dann schauen wir mal. Ja, was jetzt noch kommt im Grunde jetzt, erstmal haben wir jetzt gerade Pfingsten, Pfingstwochenende haben wir jetzt gerade. Wir haben heute Pfingstsamstag. Pfingstsamstag, ich werde dann jetzt gucken, dass ich... Nächste Woche ist nichts mehr Motorradfahren angesagt, genau. Danach die Woche ist wieder langes Wochenende, da ist Christi Himmelfahrt Wochenende, wo ich dann mit meiner Freundin nach Königswinter fahre, ins Siebengebirge mit dem Motorrad. Freitag fahren wir los mittags, Samstag, Sonntag wird zurück dann halt. Das ist ein Video, was dann hier nachkommen wird noch, oder vielleicht kommen noch ein, zwei andere Videos hier zwischen noch, aber ja. Das kommt auf jeden Fall erstmal ins Video. Und dann haben wir erstmal nichts geplant. Ich habe erstmal nur das halbe Jahr für mich verplant, so ein bisschen jetzt hier mit dem Motorrad fahren. Das ist dann im Grunde erledigt. Danach kommt noch privater Urlaub erstmal noch. Dann geht's nach Portugal. Und dann mal schauen, was so die zweite Jahreshälfte noch vom Motorradfahren her bringt hier. Was dann noch spontan passiert. Ob man noch eine spontane Tour macht, vielleicht über fünf Tage, sechs Tage irgendwie. Wer weiß, wer weiß. Seid gespannt. Bleibt dran hier am Kanal hier, dann geht's weiter auf dem Laufenden. Einfach den Locker anklicken, rechts abonnieren. Kriegt aber die neuesten Videos und da wisst ihr auch, wenn es dann mal woanders hingeht, noch wenn noch eine Tour anliegt und so weiter. Oder einfach mal bei Instagram mir folgen. Da ist immer Instagram ist immer sehr, sehr weit im Voraus im Grunde immer. Instagram ist immer sehr, sehr aktuell. Und YouTube, wie gesagt, jetzt hängt ein bisschen hinterher. Mal schauen wir mal. Wobei ich dieses Jahr wirklich mit den Videos von Slowenien jetzt Gas gegeben habe. Da ich die relativ schnell bringe jetzt. Und nicht wieder sehr lange warte damit. Ein halbes Jahr, bis ich sie bringe dann in die Runde. Und von daher. Ja, lasst euch überraschen. Okay, genug gesülzt, genug erzählt. Haben wir jetzt gerade 33 Minuten. Schon wieder viel zu viel eigentlich hier. Ich sag mal. Danke fürs Zuhören, danke bis zum Ende dranbleiben und ja, bis zum nächsten Video, sagt euer GS-Boxer on Tour. Ciao.